Hallihallo Leute, hier ist der Gusor wieder und bei diesem epischen Moment des jetzt gleich folgenden habe ich natürlich den Lichtle mit bei. Guten Tag, liebe Leute. Heute werden wir Gusovas König upgraden. Richtig. Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt 2 Stunden geboostet und habe 75k erfarmt. Also nee, in 2 Stunden wäre ein bisschen geil. Ja, es wäre ein bisschen viel. Aber jetzt wollen wir den Button drücken und ich drücke den Button. Bam. Und was kriegt er dazu? Okay, 3 Schaden pro Sekunde, 61 Trefferpunkte. Gut, 2 Minuten dauert er länger zum Regenerieren, was ganz okay ist. Ich sehe gerade, dauert das dann wirklich 2 Stunden, um seinen König komplett zu regenerieren, wenn er auf 40 ist? Oder ist es ein bisschen weniger? Nein, das ist weniger. Eine Stunde 40, oder? Ja, so um und bei müsste das sein. Ist aber trotzdem ziemlich lange. Ja, klar, logisch. Aber dann hat er auch mordsmäßig fette Eier. Also man muss es einfach mal sagen, also ich habe das beim Dings gesehen, beim Mike Boss, der hat ihn auf 38 und der hatte eine Base angegriffen, wo ich dachte, naja, da kommst du doch nie rein, weil er hatte nur Barge. Und er sagte, guck mal hin. Und bam, war er drinne. Also 38er Helden gehen schon mega und deswegen bin ich natürlich auf dem Weg in diese Richtung und drücke jetzt das Knöpfchen, bam. Und jetzt habe ich einfach mal eingehalten, was ich halt wollte. Beide Helden schlafen sogar. Wie gesagt, das ist nicht durchführbar bis zum Ende hin, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, es wäre schon ziemlich geil, wenn ich so um und bei einen immer am Schlafen habe. Das wäre schon ziemlich geil. Ja, also ich muss auch sagen, ich gehe jetzt auch langsam dann dazu hin, dass ich wirklich jeden Tag versuche, dunkles Elixier zu farmen, um dann wirklich immer die Helden schlafen zu lassen. Ja. Ganz einfach, weil es sich lohnt. Ich meine, mit 15er Helden kommt man bei Clankrieg-Angriffen nicht besonders weit. Du hast selbst gemerkt, bei unseren Clankriegsangriffen hin und wieder mal, ja gut, 1-2 Sterne geholt, aber sonst 3 Sterne werden da bei Rathaus 9 einfach ziemlich knapp. Auf jeden Fall. Und das ist es wirklich. Und wie gesagt, ich will mich halt eben wirklich, ganz ehrlich, von diesen anderen, ich sag mal, Normalspielern halt absetzen. Das war ja von Anfang an dieses Ziel, weil ich halt gesagt habe, okay, maxed out 9. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, weil ich das bei einem anderen Spieler gesehen habe, der hatte komplett die Mauern auch fertig, war komplett maxed. Und dann sitzt man da und hat effektiv seine Queen und den King auf 15. Was machst du dann? Es bringt dann gar nichts. Dann kannst du dir die Finger brechen, weil du dann eventuell ja mit einem Finger 2 Mauszeiger und wie auch immer, na egal. Egal. Auf jeden Fall ist es scheiße. Und deswegen dachte ich auch, jetzt muss ich langsam echt Gas geben, weil wenn wir jetzt mal gucken, ich gehe jetzt mal in den Bearbeitungsmodus, Layout anpassen. Jo. Dann haben wir hier 51 10er Mauern. Nice, okay, ist in Ordnung. Etwas Applaus bitte. Und ja, da geht noch mehr. Und 16 9er Mauern halt einfach. Ja, genau. Und da sagt man halt auch, gut, okay, jetzt habe ich aber einen Teil davon schon wirklich erfarmt. Und wenn jetzt nicht bald was mit den Helden passiert, dann ist irgendwo Amok. Das geht gar nicht. Und bevor das passiert, muss halt jetzt wirklich regelmäßig deine Base 10k YouTube. Ja, das ist schon eine Weile bei dir her, würde ich sagen. Beziehungsweise, ja, eine Weile kann man gar nicht sagen. Es ist noch nicht lange her, aber mittlerweile ist Lichtle. Mittlerweile, was hast du geknackt? Komm, sag du's. 53k. Und das ist schon echt enorm. Also, ja. Also, herzlichen Glückwunsch an. Vor allem, das sieht man mal wieder, was man mit Clash of Clans erreichen kann. Ja. Ja, mit dem Spiel also, ist wirklich episch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt mit Minecraft noch so groß werden kann. Ja. Der kurzen Zeit vor allem. Und da erstmal nochmal Dank an jeden Einzelnen von euch. Also nur mal nebenbei. Grundsätzlich steht der Lichtle immer in der Videobeschreibung drin. Der steht unter Personen, die erwähnt werden sollten, glaube ich. So heißt das bei mir. Und da könnt ihr gerne reingucken, wenn ihr den noch nicht kennen solltet. Ansonsten habe ich natürlich nicht nur hier Video gemacht, weil König, nein. Dem Lichtle hat meine Challenge gut gefallen, die ich mit dem Disiax gemacht habe. Und deswegen habe ich hier schon ein paar Minions ausgebildet. Jetzt die Frage an dich, Lichtle. Bist du auch schon so weit? Ich bin noch nicht so weit. Wir müssten noch einen kleinen Cut machen, dann bilde ich schnell die Truppen aus und dann machen wir das so. Und dann seht ihr das in dem Teil, der jetzt folgt. Bis gleich. Ciao, ciao. Bis gleich.
So, erstmal so für alle Zuschauer vom Guseber. Und zwar machen wir es jetzt so, dass ich jetzt erstmal meine Ansage mache und das Video kommt dann auch auf meinem Kanal. Das heißt, hallo meine Freunde, heute gibt es eine neue Folge Clash of Clans mit dem Guseber. Hallihallo! Wir haben heute eine neue Challenge geplant und zwar die 2-Minion-Challenge. Ja, ich würde sagen, Guseber, du kommst jetzt erstmal zu den Regeln. Ganz genau. Also, ich habe es ja mit Dizzy Jax schon mal gemacht. Also, wenn ihr bei mir auf dem Channel immer mal unterwegs seid, dann seht ihr das ja auch. Ging darum, wir wollten wieder was Neues haben. Klar, ihr wollt entertained werden irgendwo. Sprich, wir greifen jetzt immer, also effektiv, wir haben 5 Minuten Zeit, wir stoppen die Zeit. Und wir greifen immer nur mit 2 Minions an. Sprich, entweder man guckt und findet einen mit mega geilem Loot oder eben nicht. Und... oder man geht eben auf die Masse, dass man, was weiß ich, 20 Mal angreift und halt bei jedem immer 2 Minions setzt. Und ja, wie gesagt, ist eine mega geile Nummer. Und ich würde mal sagen, wenn du ready bist, würde ich gleich mal meinen Timer zücken. Genau, erstmal so. Wie gesagt, wie Guseber gesagt hat, es geht um Minions. Das heißt, wir haben 2 Minions. Und ich würde sagen, ja, wir werden wahrscheinlich beide auf irgendwelche Gegner gehen, die komplett AFK sind, die ihre Minen ein bisschen von den Verteidigungsgebäuden wegstehen haben, damit wir da dann schön die Ressourcen wegsnacken können. Reinkommt man mit 2 Minions natürlich nicht. Nee, nicht, das heißt, nicht wirklich. obwohl, nee. Ich meine, in Bronze würde das ganz anders aussehen. Ohne Luftabwehr? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, obwohl man dann wieder sagen muss, mit Rathaus 9 würde man dann so gut wie überhaupt kein Loot bekommen. Das stimmt auch. Da kriegt man dann vielleicht 40 Gold und 40 Elixier. Ja. So, das heißt, wir werden jetzt beide angreifen. Hast du den Timer? Ja, ich hab den. Auf die Plätze. Gut, das heißt, du sagst, du zählst von 3 runter und dann würde ich sagen, geht's los. Auf die Plätze, fertig und los. So, erstmal so noch als Regeln. Man darf natürlich alles angreifen. Wir sind beide relativ gleich von der Region. Ich glaube, du bist gerade in Gold. Ich bin von in Silber. Es macht natürlich mehr Sinn, Gold und Alex anzugreifen, weil man halt beim Dunklen hat man natürlich relativ wenig, weil es zählt ja nur die Zahl. Genau. Und eine Sache noch, und zwar... man darf so einen Helden nicht verwenden und keine Zauber setzen. Richtig. Sonst wäre das ein bisschen unfair. Ich habe nämlich in meiner Base, ist direkt am rechten Rand, ist ein Luftfeger, der aber gar nicht in meine Richtung gestellt ist. Und direkt dahinter ist eine Luftabwehr, die aber wiederum im Upgrade ist. Ja, sind da Bogitürme? Nee. Oh shit. Ich habe was gefunden. Und zwar werde ich das Ganze einfach angreifen, weil du es kannst. Die Minen zwar. Ja, oh shit, nee, ich hätte den zum Gold setzen sollen. Fuck. Die Minen sind draußen und da bekommen die Minions keinen Schaden und ich kann trotzdem ein paar Ressourcen klauen, auch wenn er nicht inaktiv ist. Ja. Das heißt, boah, wie spannend. Die Minions snacken sich die Minen weg. Zack. So, also ich habe den ersten Gegner gehabt, immerhin 12.000 Gold. Immerhin. Jo. Besser als nix. 12.000 Gold? Ja. Was? Wieso? Oh, okay, ja, das ist ein bisschen viel. Ich habe diese Folge ja gesehen, er hat diese Folge auch immer nur so 200-300 Ressourcen pro Angriff gemacht. Da hast du schon mal einen ziemlich, ziemlich guten Vorsprung. Oh shit, der nächste hat wieder nichts in seinen Minen, ne? So eine Sache, vielleicht... Mann, warum hast du immer so Glück? Ich verstehe das nicht. Was heißt Glück? Ich meine, das ist auch ein totaler Boon-Gegner, der noch nichts hat, aber ist wiederum vom klaren Level her auf 4, wo du auch sagst, hey, warum? Gut, das heißt, du snackst dir jetzt wahrscheinlich wieder 50.000 Gold. Nein, der hat nur 12.000 Gold insgesamt gehabt. Also ist es chillig gewesen, aber er hat halt eben nicht so wirklich Luftabwehr, aber ich guck mal gerade... Ja, hier, das nehme ich mir noch. Und das war's. Also, auch nicht viel. Das wird vielleicht irgendwie 1.000 geben. Aber immerhin, ich meine, lieber ein 1.000er als gar nichts. Das ist halt das Wichtige. Ah, fuck, da geht der Bogitur. Weil der Timer ist zur Hälfte schon wieder weg. Was? Ja. Ich bin gerade beim zweiten Angriff. Ich weiß, es geht schnell. Go, go, go. Ja, das ist so eine interne Sache, die bei Diziax und Lichtle öfter mal aufkommt. Ja, genau. Yo, go, go, go. So, der nächste. Ah, das sieht so aus, als wäre da ein bisschen was drinnen. Aber ich komme zu keinen Sammlern. Ist nicht schlimm. Nee. Ist schlimm, ist für mich auf jeden Fall schlimm. Denn ich habe. Der hat 270.000 Loot, aber ich krieg gar nichts. Ja, ich finde dauernd so Gegner mit 270.000, aber ich finde keine AFK-Gegner. Ja. Ich habe bis jetzt so gut wie gar nichts geholt. Machen wir es so, dass wir den letzten Angriff noch auslaufen lassen dürfen. Ja, genau. Okay, perfekt. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Nur damit ich das ein bisschen abschätzen kann. Nix, so gut wie nie. Ich guck mal kurz drauf. Knapp 2 Minuten. Okay, 2 Minuten. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen beeilen. Go, go, go! Mann, ich finde nichts.
Du hast jetzt, wie viel hast du insgesamt? Nee, also bei mir wäre es. Sagen wir am Schluss. Ja, sagen wir am Schluss. Sagen wir es am Schluss. Ja, vor allem, es sucht die Gegner so lange. Übrigens, Leute, ich werde in letzter Zeit immer mal wieder gedidost, falls ihr wisst, was das ist. Das ist nicht so schön. Ja, ich denke mal, meine Connection kackt jetzt gerade auch wieder ab, weil einfach das Suchen verdammt lange dauert. Nicht so cool, nicht so cool. Hast du schon wieder den nächsten Gegner gefunden? Nee, also der auch. Nee, der war. Das heißt, wie viel hast du jetzt insgesamt angegriffen? Ich würde mal angegriffen sagen 4. Ich bin jetzt bei 2. Wie machst du das so schnell? Oh, der ist. Oh, oh. Aber ja, nee, aber er hat einfach mal. Er hat. Ah, da könnte man mal. Da ist ein Bogiturm. Ah, es ist immer relativ tricky. Nee, da komme ich nicht ran. Nein, er hat seine Minen drinnen. Och, Mann. Ich raste aus. Überall sind Bogitürme. Achso, nebenbei ist es natürlich auch immer eine ziemlich coole Sache, um schnell Pokis zu verlieren. Das stimmt. Bei jedem Angriff verlieren wir natürlich ordentlich Pokis. Jo. Aber so ist es halt. Und jetzt würde ich sagen, schnell noch den nächsten. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Was? Ja, schnell den nächsten auch angreifen. Okay, warte mal. Ich muss den nächsten. Sag's mal, zähle bitte bei 10 runter, ja? Ja, okay. Zähle bei 10 runter, weil ich muss jetzt gleich nochmal beenden und dann gleich wieder in den Kampf gehen. Also ich glaube, ich muss jetzt auch gleich den nächsten nehmen. Okay, ja, ich nehme den nächsten, ja. Wie viel haben wir noch? 10, 9 und so weiter. Okay, eine noch. Zack, und der nächste. Zähle bitte weiter runter, weil ich weiß es nicht, welche ich nicht 2, 1, jetzt musst du. Okay, den muss ich nehmen. Hörst du den Timer, Clement? Ja, ich höre den Timer. So, was mache ich da am besten? Du bist gefickt. Weil ich habe gerade einen gehabt, der hat ein bisschen. Ah nein, warum da? Warum fliegst du dahin? Oh, das darfst du nicht. Ja, ich habe insgesamt nicht mal ein K, glaube ich. Geht schön auf eine Bauhütte. Naja, herzlichen Dank, ey. Naja, ja, bringt nee, nichts. Okay, das kann ich jetzt, glaube ich, auch. Obwohl. Ich habe ja richtig viel geholt. Na doch, bei mir. Na, der letzte läuft noch. Na, man weiß nicht. Auf was kommst du? Ja, vielleicht auf 4000 höchstens. Okay, das habe ich im ersten Angriff gemacht. Ja, die Lucky Challenge liegt mir. Okay, und jetzt. Oh, jetzt wurde er richtig zerstört. So, jetzt gucke ich mal. Also alleine mein letzter waren 13.000 Gold. Nur Gold. Hä, wie geht das? Ich verstehe das nicht. Ich habe vorher schon gesucht, ich habe keinen einzigen AFK-Gegner gefunden. Okay, also brauchen wir jetzt sozusagen gar nicht so genau zusammenrechnen. Ich gucke mal gerade. Nee. 17, 30. Ich meine, ich suche es mal hier durch. Ich finde selbst in Silber keinen AFK-Gegner, keinen einzigen. Also ich habe knapp um und bei 40.000. Gut, ich habe um und bei 4.000. Okay. Läuft. Dann machen wir jetzt noch schnell abschließend einen geilen Angriff von allem. Und dann soll es auch gewesen sein. Yo, ich suche jetzt mal schnell hier noch einen Gegner. Nee, bei mir ist nichts AFK. Krass. Oh. Ärgerlich. Auf jeden Fall, ganz klar. Aber wiederum musst du auch sagen, wärst du doch auch richtig verärgert, wenn du da sitzen würdest und würdest bei so einer Challenge einen bekommen, wirklich mit, ich sag jetzt mal, mit 600k von beidem. Und du sitzt da und denkst dir, schade, ich würde den jetzt eigentlich total gerne total flashen. Ey Guso, ich hab das Angreifen verlernt. Ich will gerade die ganze Zeit Rathaus snipen, ja, weil ich endlich wieder mit den Pokalen rauf will. Und ich beende einfach immer, bevor das Rathaus so down ist. Dreimal jetzt hintereinander. Das ist ärgerlich. Oh, AFK-Gegner. Aber, 800 Dunkles. Immerhin. Warte mal, ich mach mal Bildschirmübertragung an. Jo. Kleinen Moment. So, dass wir dich nicht sehen. Also, dass man nicht sieht hier. So. Jetzt guck mal hier. Also, ich würde mal sagen, grundsätzlich ganz nice. Und ich gehe hier mal rein. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe rein, erster sein. Auf jeden Fall eine super geupgradete Rados 10 Base. Ja, natürlich. Also ich meine, mit Empfehlung vom Lichtle. So macht man's. Nee, bei mir ist nichts AFK. Also kein einziger Gegner. Okay. Und das in Silber. In komisch, Silber. Ja, komisch. Obwohl ich hätte da gar nicht lang müssen. Ich hätte mir die jetzt einfach. Ach, ich warte jetzt kurz, was die Riesen machen. Und die sind ja im Normalfall immer sehr chillig. Jo.
Oh, ich will unbedingt das Dunkle. Unbedingt. I want it so bad. Ja, geil, Minenwerfer ist weg, weil ich wollte jetzt nicht meine ganzen Goblins dafür wasten. Ich kriege einen Anruf, aber ich gehe nicht ran. Ziemlich geil. Nee, nicht ziemlich geil, leider geil, genau. Ich stehe morgens auf, der Kaffee schmeckt herrlich, ich lege mich wieder hin. Leider geil. Ja. Das könnte von meiner Frau kommen, die ist auch mal, also trinkt sehr gerne Kaffee und schlafen tut sie auch gerne. Passt. So. Nee, also ich suche jetzt hier durch, ich finde keinen einzigen AFK-Gegner. Okay. Einmal eine Dose Mitleid für Lichtle. Oh, war die falsche. Ja, ja, so ein bisschen flach müssen wir ja jetzt hier auch noch werden. Ich meine, das musst du über dich ja gehen lassen. Ich meine, du hast immerhin die Challenge verloren. Ja, stimmt. Was machen wir? Machen wir eine Bestrafung oder nicht? Nein, wie gesagt, ich halte da nichts von. Weil das ist einfach, es ist halt cool, dass man gewonnen hat und das war's, aber mehr auch nicht. Okay, perfekt. Ich hau hier noch. Ja, ich bin jetzt nämlich im Verzug. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Challenges verloren und überall muss ich nur eine Bestrafung machen. Das dauert ein bisschen. Krass. So, jetzt haben wir. Ah, ich sehe gerade, ich muss hier sogar noch ein paar Prozente machen, dass ich noch gegen den gewinne. Ansonsten hätte der nämlich schön verteidigt und das wollen wir ja auch nicht, aber dafür habe ich noch ein paar Luckys. Und dann geht das ganz gut. Wie gesagt, war natürlich base-technisch, du hast es selber gesehen, Lichtle, war jetzt nicht so der Burner. Aber ich meine, immerhin, es gab 800 Dunkles. Da kann man dann nicht Nein sagen. Ja, auf jeden Fall. Das soll es dann auch wieder von uns gewesen sein. Ich hoffe. Ey, mir fällt gerade ein, ich hätte eigentlich immer das Rathaus snipen können. Ah, nee, das hat dann zu viel Leben. Nee, das hätte erstens zu viel Leben und zweitens viel zu viel Zeit. Klar, du hättest abbrechen können, aber das hätte sich nicht gelohnt, ehe du eingewählt bist. Du hast nur 5 Minuten. Man denkt immer, ach, naja, 5 Minuten, das ist ja ewig. Das ist nicht ewig. Obwohl ich wahrscheinlich sogar mehr bekommen hätte, hätte ich die 5 Minuten lang Rathäuser gesniped. Was anderes wäre es gewesen, wenn du jetzt zum Beispiel im Bereich Champ gewesen wärst und dann ein Rathaus gesniped hättest, was du erwischt hättest. Sagen wir jetzt einfach mal. Dann hättest wärst du der Big Player gewesen. Ja, dann hätte ich über 360.000 Ressourcen gemacht. Ja, das wäre dann cool gewesen. Jetzt upgraden wir noch zum Schluss hier eine schöne Mauer. Jo. Und dann ist der Lichtle sauer. Ich bin ganz sauer. Nein, ich bin gerade am Rathaus-Snipen, versuche gerade wieder ein paar Pokale zu gewinnen, was bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Perfekt. Das war's von uns und ihr haut rein. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.